mein Name ist Friedrich Wag und ich bin vom AutoPro-Nano-Team. Für mich und meinen Kollegen Tobias Bessel dreht sich alles um kolloidale Nanopartikel. Kolloidale Nanopartikel sind, wie die meisten nicht wissen, essentiell für den Fortschritt unserer Gesellschaft, denn sie stecken wirklich in allen möglichen wichtigen Anwendungen. Sie werden in der Zukunft neue Krebstherapien ermöglichen, liefern neue Materialien für die additive Fertigung und treiben jetzt bereits die Energiewende voran. Ein Problem existiert allerdings, und zwar sind kolloidale Nanopartikel von Natur aus metastabil. Metastabil bedeutet, sie ändern ihre Eigenschaften mit der Zeit und werden irgendwann auch unbrauchbar. Das ist für die jetzige Versorgungssituation, die primär über den Lieferhandel läuft, ziemlich suboptimal, denn Lieferhandel ist zeitintensive Logistik. Das bedeutet, mit der Zeit ändern sich die Eigenschaften. Das passt nicht gut zusammen. Und dieses Problem haben natürlich auch schon einige erkannt. Deshalb versuchen viele, die Partikel selbst herzustellen. Das ist allerdings gar nicht mal so einfach. Das ist ein komplizierter Prozess, der nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Und am Ende hängt dann auch hier die Qualität vom Prozess ab. Und der Mensch im Prozess macht auch gerne mal einen Fehler. Und unser Lösungsansatz für dieses Problem ist es, wir tauschen den Menschen in der Synthese durch eine Maschine aus. Das funktioniert in vielen Bereichen. Das hat sich schon häufiger bewährt. Und wieso soll es auch nicht hier funktionieren? Und genau das haben wir gemacht und einen Automaten entwickelt, welcher zum Patent angemeldet ist. Dieser Automat bringt auf Knopfdruck Nanopartikel in die direkte Verfügbarkeit. Das heißt, der Automat kann aufgrund seiner kompakten Bauart in jedem Labor stehen und dort mit konstanter Qualität Nanopartikel erzeugen. Das kann er nicht nur für ein Material, sondern für eine weite Palette von Materialien. Und um diese verschiedenen Materialien zu adressieren, muss man lediglich eine Kapsel wechseln, wie zu Hause bei der Nespresso-Maschine. Vorteil bei uns ist allerdings, die Kapsel ist mehrfach verwendbar und wird von uns recycelt. Der Wettbewerb, den gibt es natürlich. Wir sind nicht die Ersten, die die Idee hatten, das zu automatisieren, ist allerdings von der Technologie nicht so weit, wie wir es sind. Unser Automat liefert den höchsten Nutzenkomfort und dabei immer noch eine sehr hohe Materialvielfalt. Besser ist eigentlich nur ein Gerät im Sinne der Materialvielfalt der Firma Syris. Allerdings ist das eher eine Synthesehilfe, die immer noch Fachpersonal benötigt und nicht auf Knopfdruck funktioniert. Der Markt für unseren Automaten sieht sehr vielversprechend aus. Weltweit gibt es über 3000 potenzielle Kunden, davon ein Drittel in Europa und davon wiederum ein Drittel in Deutschland. Und wir sind bereits mit einigen dieser Anwender in Deutschland in Kontakt und starten in 2021 eine Pilotphase mit mehreren dieser Anwender. Das heißt, wir haben auch schon einen Demonstrator vorliegen. Mit diesem wollen wir dann in 2022 nach der Pilotphase auch in den Markt gehen, dem marktreifen Produkt dann natürlich, und dieses bis 2025 in den Industriemaßstab skalieren. Denn in der Industrie werden mit Kolloiden derzeit etwa 11 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr gemacht. Tendenz steigend. Unsere Umsatzplanung in den nächsten 10 Jahren sieht in etwa so aus. Wir gehen dabei davon aus, dass wir etwa 6% Marktsättigung in 10 Jahren erreichen. Also durchaus realistisch. Dabei bildet der Laborautomat ein gutes Fundament unseres Umsatzes, aber der wirkliche Durchbruch kommt dann mit dem Industriegerät. Die rote Kurve, die Sie hier sehen, zeigt zudem die parallelen Kosten, die anfallen. Wir denken also, dass wir im vierten Geschäftsjahr den Break-Even erreichen können und ab da dann quasi nur noch grüne oder eher gesagt schwarze Zahlen schreiben. Ich danke schon mal vielmals für die Aufmerksamkeit und für das Interesse bis hierhin. Ich möchte die Chance auch noch nutzen, den Organisatoren des Accelerators zu danken, dafür, dass wir in dem Programm teilnehmen konnten. Ich war erst ein bisschen skeptisch, ob dieses schlanke Format wirklich einen guten Effekt bringen kann. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Wir haben am Anfang nach potenziellen Anwendern und Marktexperten gesucht, haben diese im Programm oder zumindest über Mentoren des Programms auch gefunden und sind mittlerweile sehr guter Dinge. Wir haben nur gutes Feedback aus dem Markt bisher erhalten und wollen deshalb auch nun die nächsten Schritte einleiten und suchen nach möglichen Vertriebspartnern und strategischen Investoren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da im Get-Together später zwei Gespräche führen könnten, und ich wünsche noch allen eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank.